Jetzt kommen wir schon zu unserer ersten Nominierung für den heutigen Abend. Schauen Sie sich an, wen wir nominiert haben. Und hier ist der Walter Freiwald. Walter, herzlich willkommen. Setz dich. Walter Freiwald. Danke. Ja, du siehst, du hast eine große Fangemeinde von Der Preis ist heiß und du hast ja eigentlich einen Traumjob bei QVC jetzt. Ja. Du kannst 2-3 Stunden lang das machen, was du willst. Ja. Auf diesem Sender. Und wir haben dich natürlich nominiert, weil du für spektakuläres Entertainment gesorgt hast. Eine erstklassige Comedy-Show. Wann läuft die immer? Wann bist du immer dran? Morgens um 9 Uhr. Das ist live um 9 auf QVC. Morgens um 9. Liebe Arbeitslosen, können Sie, ja, können Sie einschalten. Ist aber nicht immer nur lustig, sondern dir ist noch was Schlimmes passiert. Was ist dein Lieblingsverkaufsset, hast du erklärt? Shogun. Shogun, das Messerset. Das Messerset, ja. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, soll ich mir das mal kaufen? Was hast du? Also ich habe das Messerset vorgeführt und plötzlich, als ich dann hörte, ich habe immer so ein Earpiece drin, da ist der Producer dran und so. Ja. Und er sagte dann, abschließen das Produkt! Das geht dann immer richtig schön nett miteinander zu. Und ich nehme also die Messer, lege die alle dahin, habe meine Hand noch da. Und dann kommt eben Assistent, zieht die Messer weg und direkt durch die Hand. Ne? Durch die Hand. Und es fing an zu bluten, wie verrückt, ne? Das überall Blut und Blut und Blut. Und plötzlich hatten wir eine Warteschleife. Das heißt also, alle haben dieses Messer, gekauft, ja. Nie mehr schärfen. Ja, für ihre Männer vielleicht, die Frauen. Das kann gut sein. Ich will mal gerade was probieren. Ich möchte da mal anrufen bei QVC. Ja, hast du die Nummer da? Ich habe die Nummer, hast du mitgebracht? Hab ich mitgebracht, Nee, ich habe die Nummer da. Ich hab auch extra eine Flüstertüte mitgebracht. In der letzten Sendung hat mir jemand gesagt, ich hätte zu sehr genuschelt, Walter. Ja. Vielleicht kann ich das jetzt mal gebrauchen. Ich rufe jetzt mal an, da muss ich hier dieses Urteil reinstecken. Warte mal. Ich rufe mal an bei QVC. Mhm. Also, muss ich den Nummer wählen. Ja. Und dann. Moment, habe ich ihn. Also, du hast ihn nochmal in groß mitgebracht. Ja, ja, klar. Super. Genau. Ich kann was hören. Hallo? 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 QVC hier, mein Name ist Linda Schreiber. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich habe bei diesem Walter Freiwald so einen Eimer gekauft. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Bitte? Ich habe bei diesem Walter Freiwald einen Eimer gekauft. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Sie haben einen Eimer gekauft? Einen Eimer. Ja. Am Freitag. Am Freitag haben Sie einen Vor Eimer? Vor 3 Wochen. Ach so. Und den habe ich diesen Eimer gekauft und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Oh, da sollen wir das reklamieren? Können wir machen, das würde ich machen. Wunderbar. Ja? Ja, machen wir. Okay, Jaske, tschö. Bitte, wieder. So. Sehr gut. Im Eimer. Kennst du die alle persönlich, die Leute? Nein. Also von der Stimme vielleicht. Das sind 600 Menschen, die wir da haben. Ich kann die nicht alle persönlich kennen. Da brauche ich ein paar Tage. Also Walter, ich hoffe, dass die Zuschauer hier für dich abstimmen. Das war ein sehr sympathischer Auftritt. Das ist ja auch ein Sympathiepreis, der Raab der Woche. Nimm bitte Platz in unserer Ehrenloge, meine Damen und Herren. Walter Freiwald. Danke.